Moin zusammen. Ja, nachdem ich beim Boxen zweimal hintereinander kräftig auf die Schnauze bekommen habe, habe ich mich spontan umentschieden, die List des Königs zuerst zu machen. Sind auch schon wieder auf Kaer Trold angekommen. Zugbrücke geht gerade hoch. Und dann schauen wir mal. Der Anwalt ist auch schon da. Meister Geralt, die Wache hat dich vom Turm aus entdeckt. Ich wurde geschickt, um das Tor zu öffnen. Warum war es denn zu? Ist das die berühmte Skelliger Gastfreundschaft? Nein, es ist Tradition. Nach dem Fest wählen die Jarls den König. Da müssen die Tore geschlossen sein. Nur die Söhne und Töchter von Skellige dürfen sich im Schloss aufhalten. Hat Krach eine Ausnahme gemacht? Extra für mich? Alle wissen, was du für Ceres und Hjalmar getan hast. Heute bist du einer von uns. Komm, Krach wartet. Das wollte ich schon. Wie ist die Stimmung da drin? Ruhig. Zu ruhig. Wieso das? Es gibt auf Skellige ein Sprichwort. Auf einem guten Fest fließen Met und Blut in gleichem Maße. Das fändet ihr auf dem Festland sicher barbarisch, nicht? Ich bitte, mir zu folgen. Ich weiß nicht. Klingt jedenfalls besser als langweilige Bankette garniert mit Hofintrigen. So, geht gleich weiter. Wo die Wachen schon mal weg sind, kann ich jetzt hier endlich mal zuschlagen. Noch Kram wegnehmen. Blitzen, da noch mal schauen. So, das war's. Weiter geht's. Ich habe genauso wie du das Recht dazu. Und ich erwarte, dass du mich unterstützt, nicht meine Verbündeten klaust. Wenn ein Ankret die Krone tragen soll, dann... Solltest du das sein? Weil dir Pflaum auf dem Kinn sprießt? Lass dir selber welchen sprießen. Vielleicht hören die Jarls dir dann auch zu. Willst du Sänge haben? Denk dran, das letzte Mal war ich diejenige, die am Schluss noch stand. Ja? Dann kämpfst du mit mir gegen die Wildkerle? Mal sehen, wer besser ist. Du oder Hjalmar, der Riesentöter? Ach, hör mit deiner Scheißprallerei auf! Ceres, hey! Ach, verdammt! Hast dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Meinst du, das weiß ich nicht. Aber du hast sie gesehen. Sie ist so... so... stur? Jetzt auch nicht bockig. Weigert sich, auf irgendwen zu hören. Genau. Stimmt, Anwalt. Ceres und ich sind in dieser Hinsicht praktisch Zwillinge. Ich sehe Krach gar nicht. Spricht er gerade mit den Jarls? Nein, der ist in seinen Gemächern. Zweifellos, um deine versprochene Belohnung vorzubereiten. Wenn du gerade Muße hast, Hexer, warum nicht ein paar Haken mit den Wildkerlen? Das lockert die Gelenke nach der Reise. Vielleicht später. Ja, das will ich auf jeden Fall probieren. Das speichere ich aber vorher. Kannst du das Spiel jetzt nicht speichern? Dann halt jetzt. 3 Sekunden später. Verpiss dich! Los, versuch's doch! Toll, ich reiß dir den Kopf mit bloßen Händen ab, wenn mir danach ist. Die Götter werden dich nicht vor unserem Zorn retten. Komm schon, verdammt!
Hjalmar, kannst du... Ah, Robbenscheiße. Guck mal, habe ich noch alle Zähne? Die meisten. Hast ganz schön kassiert. Warum lachst du? Dich hätten sie auch verdroschen. Glaube ich nicht. Ach nein? Willst du wetten? Wirf einen der Wildkarle um und du kriegst mein Schwert. Ende wie ich und ich krieg deins. Wildkarle? Wer sind die? Ach, diese Wildmenschen. Die leben in den Hügeln. Also Schafe? Ja, nur ohne Schafe. Sie leben vom Töten, essen nur das, was sie erlegen und kämpfen wie kein anderer. Na schön. Du kannst mir das Schwert schon mal einwickeln. Verkauf deine Fische erst, wenn du sie im Boot hast, Wolf. Ich habe gehört, ihr macht Faustkämpfe gegen Herausforderer. Herausforderer? Nein, keiner hier ist eine Herausforderung. Wir sind hier, um zuzuschlagen, bis unsere Knöchel blutig sind. Kann losgehen. Gerne. Ich mach Leinholz aus dir. Reiß ihn in Stücke! Scheiße! Na komm. Na, zu schnell oder was? Gesessen. Na komm schon. Du wirst um den Tod betteln. Hans. Reiß ihn in Stücke! Shit, shit, shit. Ja, es kommt davon, wenn man zu überheblich wird. Knapp. Konter, zack, und da liegt er. Aber war knapp. Du schlägst gut zu. Hart. Oh. Was für ein Kampf. So harte Schläge. Ein Wunder, dass ihm das Hirn nicht aus den Ohren geflogen ist. Tja, ich hab die Wette verloren. Aber bei dem Spektakel grämt mich das nicht. Hier, möge es dir gut dienen. Sehr schick. So, speichere ich direkt wieder. Weil war wahrscheinlich sowieso gerade gespeichert worden. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Das wollte ich schon immer wissen. Ja? Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Aus einem Tempel des ewigen Feuers. Was? Da findet man mehr Silber als Edelsteine. Was soll das im Blick? Auf dem Festland errichtet man also Tempel für Feuer. Es war so. Das Schiff der Schwarzen war schon von ferne zu hören. Komm auch mal zu uns zu Besuch. Ich zeig dir, wie es denn auch gesagt aussieht. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht die Hexe, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Ich sprang ihm also auf den Rücken und versenkte meine Klinge bis zum Heft in seinem Nacken. Das Blut sprudelte wie ein Geysir. Okay, ich guck grad noch mal, ob ich irgendwie mit anderen quatschen kann, ja? Alles versammelt, ja? Was habt ihr ihm getan? Toll, dieses Schwert. Man höre, meine Hexe, alter Axt vor.
über die Geschichte, wie Ceres an Respekt, Hexe. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Ein Riesenkopf abgehauen. Pass bloß auf, Fremde. So, wo ist Ceres? Aus seinem Tempel des ewigen Feuers, da findet man mehr Seele. Sieh hin in Frieden, ja? Ja, nö. Und diese Hexe Jenne verhofft nicht. Ja, genau. Okay, ups. Da sehe ich doch noch eine Mini-Quest. Ich habe gehört, ihr macht Faustkämpfe gegen Herausforderer. Herausforderer? Nein, keiner hier ist eine Herausforderung. Wir sind hier, um zuzuschlagen, bis unsere... Achso, nee, das hatte ich dann, bin ja. Bin nicht in Stimmung. Das wohl deine Tage, was? Raus mit ihr, grauhaariger Arsch! Okay, das war ein Argument. Gibt doch noch eine Runde auf die Schnauze. Kann losgehen. Gerne. So. Revanche, ne, Kollege? Ich mach Bleiholz aus dir. Reiß ihn in Stücke! Du wirst es nie lernen. Ausweichen. Reißt ihn in Stücke! Und mit dem Jet hätte ich jetzt nicht gerechnet. Respekt. Ach. Verdammt. Ein Hexer, wie? Du kämpfst aber wie eine kleine Schlampe. Geh mir aus den Augen, Rumtreiber. Ach. Okay. War aber knapp. Woher habt ihr diese Kelche? Aus einem Tempel des ewigen Feuers. Dann gehen wir mal zu Krach. Auf dem Festland errichtet man. Hallo Birna. Gefällt dir das Fest nicht? Das ist kein Fest. Das ist ein Bauernmarkt, wo Stimmen wie Schaffelle gekauft werden. Svanrik wird nicht um Unterstützer werben? Brans Sohn falsch nicht um eine Krone, die ihm von Rechts wegen zusteht. Soweit ich weiß, erhält der Kandidat mit den meisten Stimmen die Krone. Das ist Tradition. Aber nicht alle Traditionen sind gut. Das Geschick der Inseln sollte einer einzigen Familie anvertraut werden. Ich nehme an, dir schwebt eine bestimmte Familie vor. Natürlich. Bran war der beste König, den Skellige seit Jahrhunderten gesehen hat. Der Thron sollte an Svanrik gehen, seinen rechtmäßigen Sohn, und dann an dessen Söhne. Was ist falsch daran, euren König zu wählen? Geh herum und hör zu, dann weißt du es. Die Anwärter vergeben bereits Ländereien, Privilegien, Titel, günstige Urteile. Sie benehmen sich wie Huren, die ihre Röcke für jeden Passanten heben. Ein König von Wählergnaden ist kein Herrscher, sondern ein Schuldner. Das muss aufhören. Wir müssen damit beginnen, Brans erstgeborenen Sohn auf den Thron zu setzen. Ich hoffe, dass die Jarls die Weisheit darin sehen. Du verlässt Kaer Trolde? Morgen, bei Tagesanbruch. Viel Spaß noch, Meister Geralt. Darf ich? Du musst sogar. Komm, ich habe auf dich gewartet. Na, gefällt dir das Fest? Besser als die Festlandbälle? Es gibt jedenfalls mehr zu trinken. Ja, und ob.
Alles aus meinem Keller. Doppelmet, Trippel, zentrischer Pflaumenbrand, Mahakama-Schnaps, der in der Kehle brennt wie kochendes Wasser. Die Ankrets wissen, was Gastfreundschaft heißt. Irgendwas sagt mir, dass diese Gastfreundschaft einen Grund hat. Ja, das stimmt. Auf den Inseln sind Bankette so viel wert wie Taten mit dem Schwert in der Hand. Wenn das so ist, kannst du dich ja entspannen, was das Abstimmungsergebnis angeht. Ich entspanne mich morgen, wenn eines meiner Kinder die Krone trägt. Fühlst du dich zwischen Chalmar und Ceres hin und her gerissen? Ob ich einen Favoriten habe, meinst du? Nein. Sie sind verschieden wie Feuer und Wasser. Aber in beiden fließt das Blut der Ankret. Meinst du, der Rat der Jarls wird es wagen, eine Frau auf den Thron zu setzen? Wenn du mich das vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich dir ins Gesicht gelacht. Aber heute sehe ich, und nicht nur ich, dass Ceres etwas hat, was auf den Inseln so selten ist wie heiße Sommer. Geduld. Andere handeln und denken dann. Sie nicht. Sie durchdenkt alles. Wägt das Für und Wider ab. Aber wenn sie handelt, hält keine Macht der Welt sie auf. Mal unter uns. Ist Chalmar nicht zu heißblütig, um König zu werden? Kommt drauf an, was du für einen König willst. Wenn du einen willst, der Gesandte schickt, Figürchen über eine Karte schiebt, die profitabelste Option berechnet, dann ist er zu heißblütig, ja. Aber Skellige will einen anderen Herrscher. Einen, der Nilfgaard in seinem Blut ertränkt und lieber ins Feuer springt, als sich zu unterwerfen. Und das ist Chalmar. Wenn ihr eure Angriffe ausweitet, zieht ihr den Zorn von Emhyr auf euch. Das könntet ihr noch bereuen. In Skellige spucken wir auf die Idee eines Friedens um jeden Preis. Du hast mir eine Belohnung versprochen, wenn ich deinen Kindern helfe. Und ich habe vor, mein Wort zu halten. Hier. Dieses Ding ist seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe es dir für deine Verdienste um den Fortbestand der Linie. Schöne Arbeit. Danke. Ich habe zu. Chalmar hat wohl schon wieder eine Schlägerei angefangen. Das ist nicht Chalmar. Gehen wir. Jetzt gibt's Action. Ach du Scheiße! Was geht denn hier ab? Tuch! Gib mir ein Tuch! Ich muss die Blutung stoppen! Schnell! Nimm meinen Mantel. Halt durch, Sohn, du schaffst das schon. Mich hatte mal ein Hai am Bein gepackt.
Halbjorn! Er ist tot. Krach! Wo sind diese Bären hergekommen, hä? Antworte sofort! Pass auf, wie du mit meinem Vater sprichst. Steck das Schwert weg, Kleiner. Sonst verliert Krach auch einen Sohn. Du beleidigst mich, Lugos. Jetzt bedrohst du meinen Sohn. Das lasse ich nicht zu. Dann komm her. Los! Ich mach dich kalt wie einen räudigen Hund. Beruhigt euch, ruhig. Es ist genug Blut geflossen. Jemand hat diese Bestien hergebracht, um unsere Söhne und Brüder zu ermorden. Wir können sie nicht wieder lebendig machen. Doch wir müssen sie rächen, wenn wir können. Diese Bürde fällt dem Gastgeber zu und seinen Nachkommen. Finde den Schuldigen, Ankret. Finde und töte ihn. Sonst wird deine Sippe für die nächsten 100 Generationen verflucht sein. Der hat auch eine krasse Narbe hier über seinem Auge. Hat jemand gesehen, wie die Bären reingekommen sind? Das ist egal. Ich weiß schon, wo der Schuldige zu finden ist. Warte! Bist du verrückt? Du willst Leute umbringen, bevor wir wissen, was passiert ist? Forsch nach, so viel du willst. In der Zwischenzeit gehe ich unsere Sippe von der Schuld reinwaschen. Hey, die Jarls hören nicht mehr zu. Lass das Heldengetue und denk einen Moment nach. Unsere Ehre steht auf dem Spiel, Schwester. Das kann nicht warten. Hörst du mich überhaupt? Jemand hat diese Bären reingelassen. Wir müssen erfahren, wer. Und die Antwort befindet sich irgendwo in diesem Raum. Du hast recht, Cyrus. Ich helfe dir. Danke. Schön. Wir sehen uns, wenn ich mit den Köpfen der Verräter zurückkomme. Ich bleibe hier. Jemand muss sich um alles kümmern. Den Heiler rufen, die Gefallenen den Familien übergeben. Wolf, ich danke dir. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, und ich werde es hoffentlich auch nicht wiedersehen. Woher sind die Bären gekommen? Wir haben alle gelacht, gegessen, getrunken. Dann plötzlich ein Gemetzel. Ströme von Blut an den Wänden. Was ist vor dem Massaker passiert? Was genau? Blaujung Lugos hat gewettet, dass er ein Fass Bier in einem Zug leert. Er ist auf den Tisch geklettert, hat sich ein 30 Liter Fass zentrisches Weizenbier geschnappt und losgelegt. Seine Kehle blähte sich auf wie ein Mondfisch. Er lief rot an, aber er soff weiter. Die Leute fingen an, ihre Humpen auf den Tisch zu knallen und zu skandieren: Lugos, Lugos! Dann hörten wir dieses Brüllen auf der anderen Seite des Raums. Alle drehten sich gleichzeitig um, als hätte der Steuermann gerufen. Da waren sie. Die Leute, die den Bären am nächsten saßen, konnten nicht mal die Waffen ziehen. Sie wurden in Fetzen gerissen. Wir werden sie rächen. Versprochen. Weißt du, wer gestorben ist? Drogoda, Drake Bondu, Blaujung Lugos, Halbjorn, Otrik. Die Liste ist lang. Ich hörte, du hast Lugos geholfen. Wie mir bei dem Him. Die Thronanwärter, die noch leben, die sind schnell aufgezählt. Du, Hjalmar und Svanrig. Was willst du damit sagen? Nichts. Noch nicht. Wir haben genug geredet. Sehen wir uns um. Lass mich wissen, was du findest. Ich rede mit den anderen. Vielleicht hat jemand mehr gesehen als ich. Ja, das wollte ich schon los. Spuren, Klauenspuren, Knochenbrüche. Kaum zu sagen, woran er genau gestorben ist. Die Tore waren verschlossen. Also gut. Was haben wir denn hier? Ein Bärenschädel. Aber die Zunge ist kurz wie die eines Menschen. Das Maul riecht nach Met. Und nach etwas anderem. Etwas Erdigem. Bären mögen Honig, bevor er fermentiert ist. Seltsam.
Etwas unter dem Fell. Eine Tätowierung wie eine Bärentatze. Alte Narbe ist wohl genäht worden. Ja, das... Halb Mensch, halb Bär. Wie ein Lykanthrop. Mann, der Schwein. Der Mond ist nicht voll. Also hat etwas anderes die Verwandlung bewirkt. Vielleicht etwas zu essen oder zu trinken. Met, mit erdiger Note. Ich sollte die Hörner, Humpen und Schüsseln untersuchen. Das sind ja keine normalen Bären, sondern die Skelliger können sich ja irgendwie... Also manche jedenfalls verwandeln. In Berserker. Alle Hörner sind leer. Otrik. Mist, der ist ja noch ein Kind. Massakriert. Schwer zu sagen, wer das ist. Steingrim vielleicht. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm... Bei jedem Tisch ist eine Schüssel. Met in diesem und nur Met. So viele Wunden. Kaum erstaunlich, dass Halbjorn verblutet ist. Erdiger Geruch im Bärenmaul. Etwas wie Pilze? Die Schüssel ist leer, aber der Geruch hängt in der Luft. Der kommt von woanders im Raum. Nee, hier liegt doch noch was vor mir. Drogo da. Der Skalde hat ausgespielt. Der junge Lugos. Die Bären haben ihn überrascht. Er hatte keine Chance. Ja, da kann ich irgendwie nichts mehr untersuchen. Da hinten liegt noch was. Nee. Gut, dann gehen wir der Spur mal folgen. Irgendeinem Pilz versetzt und Menschenblut. Ceres! Eine Wache hat gesehen, was passiert ist. Das waren keine Bären, sondern... Menschen, die sich in Bären verwandeln. Mhm. Berserker. Berserker? Der Name der Skalden für Krieger, die sich in der Schlacht in Tiere verwandeln. Stoff für Sagen und Legenden. Aber es passt doch, nicht wahr? Mhm, fast. Es war eine Feier, keine Schlacht. Ich glaube, ich weiß, warum sie sich verwandelt haben. Es war der Met. Riech mal. Met mit Blut versetzt. Und mit noch etwas. Könnte ein Pilz sein, aber ich weiß nicht, was für einer. Jod könnte uns helfen. Nur wenige Druiden kennen sich besser mit Kräutern aus. Kann nicht schaden. Okay. Da ist nichts weiter. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht mit dem Messer hier? Das kann ich irgendwie nicht oder Riesen in der Nähe sind. Untersuchen. Schade eigentlich. Es ist hier nur am Regnen. Die schlimmste seit dem roten Begräbnis. Da sind weniger gestorben. Und kein Sohn eines Jahres. Wenn sich rausstellt, dass Krach das war, reiß ich ihm den Kopf ab. Wenn Krach sich als schuldig erweist, werden wir ihn nach unseren Gebräuchen verurteilen. Ja, und dann reiß ich ihm den Kopf ab. Ich will mit euch sprechen. Worüber? Worüber?
Was glaubst du denn, Holger? Er ist nicht wegen der Salzheringe oder der guten Luft von Spiekeroog hier. Reiß noch mal dein Maul auf, dann stopf ich's dir für immer. Kriegt euch ein! Ihr benehmt euch wie tollwütige Hunde, nicht wie Jarls von Skellige. Sprich, Hexer! Habt ihr eine Idee, wer hinter dem Massaker stecken könnte? Nilfgaard. Sie profitieren am meisten davon. Aber wir werden unsere Söhne rächen und ihre Küste verwüsten. Von Nazair bis Aetolia. Um die nilfgaardische Armee ranken sich viele Gerüchte. Türme mit Rädern, serikanische Söldner auf Pferden mit Höckern. Aber von abgerichteten Bären habe ich noch nie was gehört. Das war Krach, keine Frage. Das hier ist seine Burg, er hat sie reingelassen. So ein Unsinn, Lugos. Wer der Verräter auch sein mag, Hexer, er ist keiner von uns. Wir alle haben Menschen verloren, die uns nahestehen. Wie konntet ihr alle überleben? Was willst du damit sagen, hä? Glaubst du etwa, wir waren das? Halt's Maul! Du gackerst rum wie ein Gänserich beim Eierhüten. Wir haben überlebt, weil wir die besten Krieger von Skellige sind. Was seid ihr nur für Schwachköpfe? Ohne den Hexer wäre keiner von uns mehr am Leben. Bis dann. Jo, spannend, spannend. Doch zu lange her, wo ich das letzte Mal gespielt hatte. Ich erinnere mich da auch nicht mehr, was da jetzt Auslöser war. Wer das war, finden wir gleich raus. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mardrömme. Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders, wenn sie den Geist beeinflussen, ihn beruhigen, Wachträume hervorrufen. Udalric hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Nee, der Drogendealer des Vertrauens hier. Haben Mardrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mardrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Mardrömme, nie gehört. Hier auf dem Festland hat einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Blut und Mardrömer. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Ja, gehen wir mal schauen. Sehen wir natürlich nicht den Weg von Hjalmar. Der rennt wahrscheinlich los und klopft irgendwelche Köpfe ab. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig.
Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Ich wäre dann wahrscheinlich geradeaus weitergelaufen. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein Ich komme gleich, Mäuschen. Das wollte ich schon immer. Okay. Warum sind wir jetzt da ganz lang gelaufen, anstatt hier die Treppe hoch? Respekt, Hexer. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Silberbahn. Wenn nur mein Sicher Sven hat er einen Riesen so getötet, ein aber jetzt hängt er nur rum und verführt die Mädels. Schlüssel benötigt? Okay. Für eine 0815-Truhe hier irgendwo. Auch ungewöhnlich. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Hier nicht schon mal lang irgendwie? Ich glaube mit Yennefer, oder? Ich weiß es nicht. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeige es dir. Oh, der Gestank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. So, schlechte Angewohnheit hier. Immer rumlaufen und alles mitnehmen. Direkt hinter dir. Da bin ich aber froh. Dieser Met ist in Ordnung. Hier ist auch nichts. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Erinnert mich ein bisschen an Asterix und Obelix. Scheiße. Der Schnaps! Da ist noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Ja, bei Asterix und Obelix, bei den Briten, da haben sie doch auch so einen Pass gesucht. Wir hätten bei lebendigem Leibe verbrennen können. Mit dem Zaubertrank. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim. Ein Ort eher der kaum Macht. Benutzt. Ich sollte Als Kraft daraus ziehen. Als noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Wer spielt denn in so einem Tunnel, ey? Mit einem Holzpferd. So, guck mal. Da haben wir hier das
Fragezeichen auch erkundet. Wenn ich den Brandstifter erwische... Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Ach, guck mal. Da war doch... War das nicht die Ecke, wo ich eben rein wollte? Wo ich nicht sicher war, ob ich mit Jennifer schon mal hier war. Komm mir gleich, Mäuschen. Nicht drängeln. Nee, genau, hier war ich und die Tür war abgeschlossen. Gehen wir mal wieder rein. Abgeschlossen, okay. Da drin brennt es wahrscheinlich noch. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Bessere Spuren gibt es nicht. Klebrig vom Met. Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit den Bediensteten gesehen. Los! Ja, dann gucken wir mal, ob da irgendwie ein Stofffetzen fehlt an seiner Tunika. Wo ich schon mal hier bin, muss ich den Kram nochmal auffrischen. Schau, das ist er! Nimm dir ein Pferd, wir reiten ihm nach. Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Du hast keine Chance. Das werden wir ja sehen. Leute, aus dem Weg, aus dem Weg. Los, Plätze. Verdammt. Ha! Erwischt! Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankret sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen.
Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Svanrig der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr, mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Ja, hin oder her, also da bin ich auch eher altmodisch und würde sagen, wenn der König durch Blutslinie damals quasi zum König wurde, dann sollte das auch so bleiben. Ne? Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Serizan Kreid. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kaer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges. Wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserker ein vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kaer Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Ceres spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften, als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kaer Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ich bürge für Ceres. Sie sagt die Wahrheit. Du? Noch ein Lakai der Ankret? Hat Ceres dich geködert? Ich kann mir schon vorstellen, wie. Oder hat Krach dich bezahlt, damit du meinen Namen besudelst? Was hast du gesagt? Ich bitte um Ruhe. Nach dem, was ich auf Speaker Row gesehen habe, vertraue ich dem Hexer. Mehr als dir. Das Recht hast du, aber das ist kein Beweis für meine Schuld. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan an Kret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Svanrig, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans an Kret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode.
Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde... Und Swanrig? Was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinnaid zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Okay, cool. Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte. Gut, brechen wir auf.